Friends, was geht und willkommen zu einem neuen Pokémon Masters Video. Ja, heute zeige ich euch, wie man die Top 4 Notizbücher und die neuen Kräftsäfte, die roten für die Striker, richtig easy erfarmen kann. Wirklich mega easy. Nutzt das tatsächlich aus. Wirklich. Ich blende euch hier mal ein, zwei Screenshots ein, wie viele Tickets ich hatte. Da sieht man auch, wie viele Bücher ich hatte und wie viele Säfte ich hatte und so. Und ja, das Ganze findet hier beim Solgaleo-Event statt, was jetzt noch 25 Tage geht. Ich glaube, das Event geht nicht so lange wie der Shop hier. Aber das ist auch egal. Wir brauchen diese, sagen wir, gelben Tickets. Es gibt jetzt zwei verschiedene Arten von Tickets. Einmal die grauen, womit wir die Dupes kaufen und die Potenzialpässe. Und dann, sage ich mal, die gelben hier, womit wir die Top 4 Bücher und so kaufen. Ihr seht selbst, ich habe schon wieder 1414. Im Besitz jetzt auch 109 von den Top 4 Notizbüchern. Im Screenshot, wie bereits gesagt, kann man ja sehen, wie viel ich vorher hatte. Ja, jetzt von den Säften 3500, vorher irgendwie 900 oder so. Und ich habe schon wieder 1,4k Tickets. Das geht echt mega schnell, ihr seht selbst. Zack, ich könnte jetzt wieder 35 kaufen, man hätte dann 5,3k. Das ist wirklich nichts. Nutzt das tatsächlich aus. Es wird, denke ich, in Zukunft nie wieder so eine Chance geben, weil das ist echt zu genervt. Da hat DNA einen Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Das ist viel zu einfach. Das ist zu krass genervt worden. Deckt euch so gut wie es geht in der Zeit, wo das Event ab ist, mit Top 4 Büchern ein und den Kräftesäften und vielleicht noch Arena-Leiter-Notizen oder die goldenen oder so. Braucht ihr vielleicht auch noch ein paar davon, weil 20 Tickets, 50 von denen ist nichts. Bruder, da decken wir uns jetzt als Beispiel einmal ein, weil man braucht die ja immer, ne, auch fürs Level-Uppen. Jetzt haben wir in rein theoretisch wieder 5,8k. Also ich werde mich definitiv voll decken damit, vielleicht alles maxen auf 9999, mal schauen, wie meine Laune ist. Ja, aber das dazu. Und meine Empfehlung ist, auf sehr schwer das Event zu machen. Das Event ist mega einfach, es geht übelst schnell und sehr schwer klärt sich von alleine auf Auto, meiner Meinung nach. Ja, wir gehen mit Knackrack rein. Solltet ihr keinen Knackrack haben und jetzt euch fragen, wie kann ich da auf sehr schwer am schnellsten die Sachen clearen? Ich würde euch empfehlen, bringt einfach einen Mon wie zum Beispiel Flamly oder Ottero oder die Sandburg oder so, einfach nur, weil sie ja Initiative und physischen Angriff buffen. Das ist das, was wir bei dem Event haben und meistens vertreten ist. Physischer Angreifer, physischer Striker, ne? Und halt der Speed einfach für die Leiste. Oder ihr bringt die Sandburg an sich. Sie bringt halt Sandsturm mit, was einfach nochmal unsere Buffs von Knackrack verdoppelt und so gesehen den Schaden erhöht. Was ganz gut ist, aber ansonsten halt einfach irgendwelche Supporter, die Speed oder Angriff oder so buffen. Spezialangriff würde ich jetzt nicht buffen, bringt nicht viel, es laufen hier nicht viele mit speziellen Angriff rum. Hier und da mal werdet ihr wahrscheinlich mit irgendwen gequeued sein, der Mewtwo oder sogar Solgaleo bringt. Das ist halt, sagen wir mal, Worst Case. Mich überrascht es eh gerade, dass ich Best Case in einem Video habe. Dreimal Knackrack. Aber okay, das war es auf jeden Fall eigentlich für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Sache möchte ich euch noch ansprechen, angeben, Bruder. Ich weiß nicht, warum habe ich gesagt, ich möchte euch. Wie bilde ich deutsche Sätze? Ich weiß es nicht, Deutsch ist schwer. Auf jeden Fall habe ich bemerkt, im Itemtausch selbst, habt ihr aber auch gerade gesehen, das Menü laggt wie scheiße. Und das ist aber nicht dieses Itemtausch-Menü allein, es ist auch, wenn man aufs Team geht. Also nicht, wenn man im Pokémon Center ist und dann auf Team klickt oder auf die Items, das laggt nicht, das ist alles gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Pokémon Center ist, man klickt auf Abenteuer und man ist in diesem Event-Menü, wie wir eben gerade waren, wo man die Events aussuchen kann und so. Ich werde euch das nach dieser Runde nochmal zeigen und zum Beispiel jetzt bei dem Event speziell kann man ja unten rechts auf diese Itemflasche klicken, beziehungsweise auf diese Trankflasche, ich glaube, das ist ein Trank. Und dann kann man ja so gesehen in dem Itemtausch reingehen und seine Items tauschen und so. Aber ihr seht es selbst hier, nicht mal eine Minute, fertig. Also wenn da noch ein Supporton fällt, das geht noch schneller. Und ihr kriegt pro Run 30 bis 40, glaube ich. Also, ja. Hier seht ihr das unten, diese Trankflasche, klicken wir drauf. Auf einmal laggt das Menü. Aber wenn wir das Menü
alleine aufmachen vom Itemtausch selbst im Pokémon Center laggt es nicht. Meine Theorie ist, dass zwei Fenster gleichzeitig offen sind. Einmal dieses Tausch-Item-Menü-Fenster und das hier. Das läuft jetzt im Hintergrund, sobald wir das Fenster öffnen. Und deswegen laggt das. Es sind zwei Fenster gleichzeitig aktiv. Die Grafikkarte im Handy muss dann so gesehen immer noch mehr rendern, weil das andere im Hintergrund weiterläuft. Meiner Meinung nach, weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum dieses Menü laggt. Und vor allem auch, wenn man ein Team auswählt, wenn man in Koop ist, laggt das Teammenü bei mir auch. Ich hoffe, die finden dann fix, weil das ist übelst nervig, wirklich übelst nervig. Und ich habe auch mal auf Reddit zum Beispiel gefragt, ob das andere auch haben, dieses Problem. Und einige haben gesagt, ja, ich auch mit meinem S10, aber ich kann PUBG reibungslos spielen. Ich auch. Ich kann mit dem Handy PUBG reibungslos spielen, Call of Duty Mobile, aber Pokémon Masters laggt. Naja, ich hoffe, die optimieren es auf jeden Fall in Zukunft noch. Ansonsten, was das für dieses Video? Geht wirklich ham. Wir gehen nochmal rein. Geht wirklich ham für die Items, weil die werden nie im Leben so billig sein. Nie im Leben werden die wieder so billig sein. Ich bin mir sicher, das nächste Legendary Event oder was weiß ich, was wir kriegen werden, das wird alles viel teurer sein, weil das ist ein Fehler von DNA selbst. 100 Tickets nur und man bekommt pro Run 30 oder 40. Das ist echt nichts. Farmt da 1, 2, 3 Stunden nebenbei, während ihr eine Serie guckt oder Serien oder Film oder sowas weiß ich, oder ein Stream. Am besten mein Stream oder meine Videos, Kapi. Ja, ihr seht es selbst. Kräftsäfte kosten nur 50 each. Blablabla, habe ich ja gerade alles gezeigt. Oder die goldenen, die man auch immer noch fürs Level-Uppen braucht. Nehmt die mit. Es ist so billig. Zieht euch das rein. Ich habe gerade mal nur 1400. Das geht wirklich schnell. Hier, ich bin jetzt bei 5,9k. Würde ich alles kaufen. Oder holt euch die Arena-Leiter-Notizbücher. Oder was weiß ich. Geht auf jeden Fall ham. Ich denke, ich werde alles auf 9999 maxen. Ja, weil das ist einfach free. Es wird Safe Call in Zukunft nie wieder kommen. Safe Call. Ja. Mehr gelabert, als ich eigentlich wollte, aber ich hoffe trotzdem, dieses Video war sehr informativ. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Oder, ja, keine Ahnung, whatever. Vor allem die Spieler, die halt relativ neu sind. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, das supports kein Mord, Leute. Und möchtet ihr in Zukunft nichts mehr verpassen, abonniert diesen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten wieder. Macht das gut, ich bin raus. Peace.